Heute geht's für uns nach Rulantica. Herzlich willkommen aus Rust, herzlich willkommen aus Rulantica, also da geht es für uns heute hin. Es ist Samstag und ich habe mich ja ganz kurzfristig entschieden, hier hinzukommen. Ich war vor 3 Wochen ja schon mal hier für 3 Stunden, heute werden wir den ganzen Tag hier verbringen. Es ist gerade mal gut 9:30, das heißt Rulantica hat auch gerade erst geöffnet und ich bin mit Simone und Brina unterwegs. Heute möchte ich euch jetzt nicht den eigentlichen Wasserpark nochmal zeigen für euch, sondern einfach mit durch den Tag nehmen, zeigen, was wir hier so machen, was wir hier so erleben und so. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool werden und es wird sehr, sehr warm werden. Also es sind heute über 30 Grad gemeldet, also genau richtig für einen Tag im Wasserpark. Ja, das hier ist unser Separé, das haben wir gerade gemietet für 50 Euro für 3 Personen. Das ist jetzt nicht wirklich für 3, also ja doch, also, ja, also es ist ein Kuschelsofa, schön nass und ja, ja, also 50 Euro kostet das Ganze, ja, kann man machen, ne? Hier drin sind ungefähr 100 Grad. Wir sind jetzt draußen angekommen, da seht ihr gerade Svalgurok, der hier fröhlich Wasser am Sprühen ist. Es ist sehr, sehr warm, aber auch sehr, sehr angenehm. Von den Liegen her geht es im Moment noch, es ist überall noch genügend frei. Hier könnt ihr es gut sehen, draußen ist noch relativ viel frei. Da ist Svalgurok wieder fleißig Wasser am Sprühen. Es gibt hier auch Außengastronomie, habe ich euch letztes Mal ja nicht gezeigt. Mit so Pavillons, sieht eigentlich ganz nett aus, ist noch im Moment geschlossen, aber es ist auch noch sehr, sehr früh. Ihr bekommt hier Walters Urwurst, Currywurst, Homestyle Pommes, Chili Cheese Pommes, Wikinger Pommes, eine Sommerpoutine, Gyros Teller, auch was Veganes, Gyros Impita und vegane Shibabchichi. Also preislich auch völlig in Ordnung, hat ja so ein bisschen Freibad-Style hier. Den Strand habe ich euch das letzte Mal auch nicht gezeigt. Na, ist tatsächlich ein Beach-Volleyball-Netz, aber ich habe die Damen schon herausfordern wollen, sie wollen nicht mit mir spielen. Egal, wir gehen jetzt mal weiter schauen, ja, was man hier draußen noch so sehen kann, was ich euch vielleicht das letzte Mal noch nicht gezeigt habe. Wir sind gerade mit diesem Tonnenwirbel gefahren. Das ist dieses Karussell, wo man sich gegenseitig nass machen kann. Das seht ihr da. Nee. Da im Hintergrund sieht man das. Das ist schon ziemlich cool. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben zu dritt in einer Tonne gesessen. Und ja, die Leute von draußen machen einen nass, dann gegenseitig macht man sich nass. Also das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und gerade bei dem Wetter jetzt, wie es heute ist, keine Wolke am Himmel, richtig schön warm. Ja, genau richtig. Ja, es ist jetzt gegen Mittag und wir haben uns jetzt mal was zu essen geholt. Überall hier in Rulantica gibt es natürlich Möglichkeiten, sich was zu essen zu kaufen. Es gibt verschiedene Bowls, zeige ich euch auch noch. Es gibt natürlich Burger, es gibt Pommes, Homestyle-Pommes und Nuggets und so. Also wie so ein typisches Freibad einfach. Und es ist einfach von der Stimmung her sehr, sehr schön hier. Aber natürlich auch heute sehr, sehr voll, denn gestern war ja Brückentag, vorgestern hatten wir Feiertag. Auch hier in Baden-Württemberg war Feiertag und das merkt man natürlich dann schon. Brina steht jetzt noch an, denn wir haben Refill Becher gekauft. Das bedeutet also für 19 Euro oder knapp über 19 Euro, 19,90 Euro oder so, könnt ihr euch hier Refill Becher von Coca-Cola nehmen und dann halt eben Softgetränke so viel ziehen, wie ihr wollt. Ich glaube, es ist limitiert auf 5 Liter. Also das heißt, 10 Mal könnt ihr diesen Becher voll machen. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man den ganzen Tag hier im Rulantica verbringt oder in Rulantica verbringt, dann macht sich das auf jeden Fall dann schon ganz gut, wenn man so viel trinken kann, wie man möchte. Und ich bin tatsächlich ja eh wie so eine Sickergruppe, sage ich jetzt einfach mal, und könnte trinken ohne Ende. Das ist ja übrigens der Becher. Das sind Automaten, wo man es mixen kann auch wieder, oder? Ja, prima. Zeigen wir später nochmal genauer. Das genau. Ging grad nicht, Legoland gibt es hier auch. Also im Moment ist ja sehr, sehr viel los, aber wie das genau funktioniert, zeigen wir euch dann gleich nochmal. Ich finde es auf jeden Fall ein guter Deal. Das ist ein Double Cheeseburger, Pommes, nicht günstig, also ich habe jetzt für beides 12 Euro bezahlt. Aber man muss natürlich sagen, es ist günstiger als der andere Park, über den wir heute nicht reden wollen. Das glaube ich aber nicht. Doch schon. Ohne Getränk, ohne das, nee. Ich habe für das hier 16 noch. Du hast aber auch so gute Chili Cheese. Ja, aber das ist trotzdem nicht günstiger.
Ohne Getränk gerechnet. Es ist rechne mal 4 Euro für eine 0,5er Cola dazu. Jetzt. Aber du darfst den Jahreskartenrabatt ja nicht rechnen. Rechne ich auch nicht. Aber ein normaler Cheeseburger plus Pommes. Ich mache doch nur schon mal Werbung für mein nächstes Video. Da vergleiche ich nämlich die Preise. Ach so, achtet bitte darauf. Schau noch mal. Sie lacht. Wenn ihr letztes Mal ihre Story gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Wir stehen jetzt hier an den neuen Rutschen, die dieses Jahr aufgemacht haben, dieses Speedrutschen. Und das ist schon wirklich heftig. Allein dieses Auslaufbecken hier ist schon riesig groß. Ja, Brina? Machen wir jetzt. Ihr macht das jetzt? Ja. Da hinten wird auch noch die Zeit gestoppt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und ihr könnt mich auch hören, weil ihr seid im Moment in der Hülle drin. Simone war, nee, Brina war blau. Die 6. Die 6. Und Simone? Simone war die 5. Wir sind die Sieger. Ist das jetzt gut? 2 und 1. War nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was Sven hatte. Es war, kriegst ein bisschen Wasser ins Gesicht, ja. Jetzt am Ende vor allem, aber sonst. Ich hatte am Anfang eher. Nee, aber sonst. Wir sind die Sieger. So. Der war nur sau langsam und deswegen sagt er, dass er Probleme hatte. War lustig, ja. Und man darf mit Kopfgurt filmen. Also Brustgurt ist sicher, aber wir haben vorhin mal gefragt. Ja. Kopfgurt ist erlaubt fürs nächste. Am nächsten Besuch nehmen wir den mit. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Wahrscheinlich dahin. Wir sind gerade mit dem Wildstorm River. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so ungewohnt, mit dem Handy zu filmen. Wir sind gerade hier mit dem Wildwasser-Dings gefahren. Ja, das ist schon sehr witzig gewesen. Das hat schon die rechte Seite noch testen. Genau, also es gibt 2 Seiten, die man da ansteuern kann. Wir sind jetzt die linke gefahren. Jetzt geht es noch mal auf die rechte Seite. Wir sind jetzt hier in unserer Chill-Out-Area für 50 Euro. Hier oben ist es mega warm, muss ich erstmal sagen, gell? Ich finde hier zu warm. Ja, es ist sehr, sehr warm. Also Energiekrise ist hier nicht angekommen. Definitiv nicht. Aber es ist schön. Und es macht viel Spaß. Und wir sind, habe ich euch ja gerade gesagt, wir sind diesen Wildstorm River gefahren. Da gibt es 2 Seiten. Die rechte Seite ist auf jeden Fall rasanter als die linke Seite, kann ich schon mal sagen. Und ja, wir haben noch einiges vor auf jeden Fall. Wir waren noch nicht im Wellenbecken, wir waren noch nicht im Lazy River. Und der Lazy River ist hier absolut mein Highlight, wenn man sich da mit den Reifen so einfach durch die Welt von Snorri und Volantica treiben lassen kann. Schon ganz cool. Und das Wellenbecken haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, ihr könnt sehen, heute ist es tatsächlich hier sehr, sehr gut gefüllt. Aber logisch, ne, habe ich ja schon gesagt, gestern oder vorgestern war Feiertag. Das heißt, heute, die Leute haben alle Zeit und machen hier dann ihren Kurzurlaub, aber kann man ihnen nicht verübeln, machen wir ja auch so. Also was gibt es denn jetzt hier zu sehen? Ja, Matrosen. Wie heißen die weiblichen Matrosen? Da stehen Matrosen. Matrosinnen. Oder, weiß ich nicht. Heißt es Matrosinnen? Könnten auch Matrosinnen sein, genau. Also keine Ahnung, wie es heißt, aber
jetzt mach doch mal ein Foto. Die Brina macht jetzt das, was ich beim letzten Mal auch schon gemacht habe, und zwar ja, Snorri VR. Ihr habt tatsächlich hier die Möglichkeit, VR eine Sache zu erleben. Und das macht ist ein Diving Theater. Es ist ein was? Diving Theater. Ein Diving Theater. Ja. Genau, kostet 6 Euro pro Person, aber das lohnt sich tatsächlich. Also das ist schon echt ganz cool. Ich habe es beim letzten Mal gemacht und ja, 3-4 Minuten dauert das Ganze. Und ja, viel Spaß. Ja, jetzt geht's los. Der Film ist gestartet. Zuerst könnt ihr noch über Wasser bleiben. Und dann kommt dann auch auf dem MVR-Dings so eine Anzeige, dass ihr unter Wasser tauchen sollt. Das wird Prina dann jetzt auch gleich machen. Und dann ja, verschwindet sie in der Welt von Volantica und schwimmt mit Snorri ein bisschen um die Wette. Ab geht's. Also funktioniert so. So sieht das Ganze jetzt unter Wasser aus. Sie hält sich hier an den Griffen fest, hat Gegenströmung und ja, sie hat jetzt den Platz gewechselt, weil sie so ein bisschen Probleme hatte mit dem einen VR-System, da ist ein bisschen Wasser reingelaufen. Also das muss schon wirklich eng sitzen, weil durch die Strömung und so kann da natürlich Wasser reinkommen. Aber im Moment sieht es echt gut aus. Ja, also Brina hat jetzt erstmal diesen typischen VR-Abdruck im Gesicht. Das ist aber normal, wenn man VR-Brillen trägt, dann hat man, also gerade wenn man sie länger trägt. Hat sie denn gefallen? Ja, war richtig gut. Also für 6 Euro plus neu im Schnorchel jetzt. Ja, ohne Brille, ja? Also wenn du jetzt nochmal, ah nee, nach Ägypten ist ja jetzt wieder zu gefährlich. Ägypten bin ich eh raus. Ach so. Das ist mein Cocktail. Ja, ich hoffe, dass man das sehen kann. Wir sind jetzt im Wasser, deswegen ist auch die Bildqualität natürlich etwas schlechter. Wegen, ne? Aber wir haben uns jetzt Cocktails gekauft. Ja, 9,90 Euro. Aber die sind schon sehr lecker, ne? Es sind auch die, die ihr im Park bekommt, ne? Aber da sind denn alle lecker. Pina Colada fand ich furchtbar. Ich habe jetzt einen Pina Colada. Moment, ich probier. Schmeckt okay. Ja, wir sind jetzt gerade noch mal eine Runde mit diesem tollen Karussell hier gefahren und das war schon sehr, sehr witzig. Gleich füllt sich hier das Ganze mit Wasser auf, das zeige ich euch. Und dann geht's auch schon los. Simone steht hier auch schon ready an der Spritze. Ja, das Karussell ist voll. Jetzt sollte es eigentlich losgehen. Schauen wir uns mal das Ganze an, wie das hier funktioniert mit dem Wasser. Das ist schon ziemlich cool. Von außen habt ihr natürlich auch hier Spaß. Wir stehen jetzt an so einer Spritze und dann können wir gleich loslegen. Ja, und dann die Leute nass spritzen, die uns eben auch nass gespritzt haben. Jo, der Operator hat nochmal geschaut, ob alles zu ist und jetzt sollte es losgehen. Ja, da seht ihr, das Wasser kommt. Und jetzt geht's hier los. Ja, ein Tag hier in Rolantica. Es sind jetzt gleich, ich gucke immer hier auf meine Uhr, dabei habe ich dieses Rula-Band an. Dazu habe ich, glaube ich, auch noch nichts gesagt. Beim letzten Mal habe ich es erklärt. Ihr bekommt, wenn ihr hier eincheckt, also wenn ihr morgens reinkommt, den Eintritt praktisch abgebt, eure Eintrittskarte vorzeigt, ein Rula-Band. Mit diesem Band ist es so, dass ihr praktisch alles bezahlen könnt. Ne? Also ihr rechnet dann zum Schluss ab, wenn ihr nach Hause geht, sind dann Kassen offen, dann gebt ihr das Band ab, es wird dann geschaut, was ihr ausgegeben habt und das bezahlt ihr dann. Das ist ganz praktisch, damit ihr nicht immer wieder zum Spind laufen müsst, wenn ihr hier essen gehen wollt oder euch was kaufen wollt oder wenn ihr VR machen wollt oder so. Es gibt ja da so verschiedenste Möglichkeiten, hier auch noch Geld auszugeben. Wir waren auch eben mal im Merch-Shop. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Es gibt vieles Merch, was auch wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Sehr, sehr schöne Handtücher gibt es hier, die von Chiemsee sogar sind. Kosten aber 39 Euro, sind nicht ganz günstig, aber sehen schon sehr, sehr schick aus. Also würde mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Habe ich auch ganz kurzzeitig überlegt, ob ich mir nicht so eins mitnehmen möchte. Und ja, dann natürlich ist das Essensangebot ist hier wirklich wahnsinnig groß. Es gibt an jeder Ecke Gastronomie und zu trinken gibt es immer wieder. Ich kann euch echt empfehlen, das mit den Refill-Bechern zu machen. Ich war jetzt schon viermal da, also habe schon meine 2 Liter hier getrunken. Das ist schon ganz cool und lohnt sich auf jeden Fall. Denn wenn ihr dann nochmal wiederkommt, also wenn ihr Rolantica dann noch einmal besucht, ist es tatsächlich so, dass ihr den Becher wieder mitbringen könnt und dann fürs Refill nur 10 Euro bezahlt für den ganzen Tag. Also das lohnt sich auf jeden Fall und gerade für Leute, die öfters hier hinkommen, auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ja, Simone und Brina haben mich jetzt erstmal verlassen. Die sind jetzt auf einer Rutsche und Rutsche, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ist so gar nicht mein Ding. Ihr habt vielleicht so ein paar On-Rides heute hier gesehen, so ein paar Aufnahmen, die gemacht worden sind mit den GoPros von den Mädels, die ich auch hier ins Video mit reinnehmen darf, um euch dann so ein bisschen was zu zeigen. Aber mit Rutschen muss ich nicht haben. Ich plansche gerne im Wellenbad oder im Whirlpool oder dieser Wildwassertunnel, wo ich einfach so mit eigener Kraft runterrutschen kann und so. Das macht mir schon viel Spaß und ja, es ist Samstag heute.
Und nachher um 19 Uhr, also in dann gut 15 Minuten, spielt auch draußen ein DJ. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Im Außenbecken kann man sich dann Cocktails kaufen und da wird dann Live-Musik gespielt. Also nicht Live-Musik, sondern es wird DJ-Musik praktisch natürlich von Band gespielt. Aber ist schon ganz cool, um den Abend hier ausklingen zu lassen. Wir wollen auf jeden Fall heute auch hier noch zu Abend essen und es gibt hier Bowls. Und die wollen wir uns auf jeden Fall dann nachher auch mal anschauen und dann ja noch eine Bowl gönnen. Und was wir dann uns aussuchen, sehen wir nachher genau. Seltsam. Wir haben ja eben, also ich habe eben gesagt, wir wollen die Bowls testen. Hätten wir jetzt auch gerne gemacht, aber Bowls ist zu. Dann wollen wir Gyros. Dann wollten wir Gyros essen draußen, aber Gyros ist auch zu. Jetzt haben wir 19 Uhr, die Musik spielt hier gerade der DJ und jetzt müssen wir schauen, wo wir überhaupt noch was bekommen, denn ja, Abendessen ist hier nicht so, keine Ahnung. Also ist ein bisschen seltsam, der Park ist wirklich noch richtig voll und dann die Gastronomie zu schließen ist jetzt nicht ganz so cool. Ist fast wie ein Disneyland Paris. Aber wir werden irgendwas finden. Zur Not gehen wir zu Brinas Pizza-Automat draußen in Rust. Also es ist tatsächlich so, dass es nur noch Pizza, Pasta gibt. Noch ein paar Salate gab es noch. Es gab noch ein bisschen was an Desserts, also Obstsalat und so. Aber es ist schon so ein bisschen schade, denn wie gesagt, der Park ist noch sehr, sehr voll. Und ja, dann die Gastronomie so früh zu schließen, ist dann schon echt so ein bisschen ungünstig. Aber wahrscheinlich wird es hier genauso sein wie auch im Disneyland Paris, dass einfach auch keine Mitarbeiter da sind, weil über 8 Stunden, das ist ja dann schon wieder so ein Problem. Im Disneyland ist das ja auch genau derselbe Fall, dass die Gastronomie teilweise sehr früh schon schließt, weil einfach keine Mitarbeiter mehr da sind. Ne? Aber wir sind satt geworden. Wir mussten zwar wirklich sehr, sehr lange in der Schlange stehen. Gerade wenn ihr Pizza haben wollt, da steht ihr ewig. Bei Pasta ging es so ein bisschen, viel schneller. Aber ja, ist halt so ein bisschen blöd, weil die Bowls hätten wir gerne probiert. Ich habe es schon in anderen Videos gesehen und auch im Internet gelesen, dass die einfach sehr gut sein sollen. Also vielleicht habt ihr ja beim nächsten Mal mehr Glück. Simone zeigt mal, wie das jetzt hier funktioniert mit dem Refill-Becher. Das sind diese, ja, diese Freestyle-Automaten. Könnt ihr euch dann aussuchen, also wenn es funktioniert. Es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Getränke. Pfirsich, ja. Und dann könnt ihr drücken. Also es ist irgendwie so ein NFC-Chip oder sowas in dem Becher mit drin, der das dann feststellt, ne, wie oft euer Becher gefüllt ist. Jetzt stand da, es ist gültig noch bis heute Abend um 23:59:59. Und ja, hier in diesem Restaurant gibt es viele von diesen Automaten. Ja, für uns wird es jetzt langsam Zeit, nach Hause zu gehen. Also was heißt nach Hause, in unser Hotel. Brina und ich und Sven, den treffen wir morgen. Wir gehen ja morgen noch in den Europapark. Haben uns hier ein Hotel gemietet und da fahren wir jetzt hin. Erstmal umziehen
und ja, was man alles so macht, wenn man den ganzen Tag im Schwimmbad verbracht hat. Es war richtig schön, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, die Zeit ist verflogen ohne Ende, also es ging irgendwie ruckzuck. Ich habe gerade gesagt, wir waren gefühlt eine Stunde vielleicht hier heute und das aber von heute Morgen schon um 9:30, da waren wir ja schon da. Lohnt sich auf jeden Fall, macht mal, schaut selber mal hier vorbei, guckt euch das mal an. Volantica ist auf jeden Fall wert, hier mal einen Tag oder so zu verbringen. Oder kombiniert es einfach mit dem Hotel Kronasar und mit dem Europapark, der hier sofort hier um die Ecke ist. Also macht schon sehr viel Spaß. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich glaube, aus dem Europapark, bis dahin sage ich euch wie immer, bye bye.